Dieses Video wird dazu führen, dass Menschen mich kritisieren. Ich weiß es. Ja, vor allem hier in der sogenannten alternativen Medienlandschaft, die ja sehr rechtslastig ist, werden Menschen mich dafür hassen, weil ich den Finger in die Wunde lege und ja Hoffnung zerschlage und sage, ich habe ein Problem mit der AfD, ich habe ein Problem mit dem Rechtspopulismus. Und das, was wir beobachten können in den letzten Jahrzehnten, dass der Rechtspopulismus immer stärker wird, dass Parteien wie die AfD immer stärker werden, dass das nichts anderes ist als eine weitere Episode oder ein weiterer Akt, ja, dieses Theaterstücks namens Demokratie. Ich weiß, das hört sich jetzt ziemlich hart an, aber ich werde versuchen, das zu erklären. Vorwegschickend möchte ich aber sagen, dass ich kein Groll oder irgendwie Hass hege gegen rechts, ja, aus so einer linken Perspektive heraus. Ich habe ein Problem mit der AfD, ich habe aber auch ein Problem mit allen anderen sogenannten Systemparteien. Für mich ist die AfD genauso eine Systempartei wie alle anderen auch. Ich glaube einfach, dass es sozusagen ein neuer Twist ist, um Menschen auf gewisse Weise bei der Stange zu halten. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Oder um es anders zu formulieren, es ist besser, die Schafe in einem eingezäunt zu halten, ja, als sie irgendwie frei herumlaufen zu lassen. Und dafür dient letztendlich so etwas wie die AfD auch. Also uns einzufangen, uns als Teil dieses Systems verstehen zu lassen. Ich kann verstehen, warum Menschen AfD wählen. Ich kann verstehen, warum Menschen rechts wählen. Ja, es ist eine logische Konsequenz der Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Die zwei Schlagworte, die man vielleicht anführen sollte, ist einmal Entwurzelung des Menschen und Bedeutungsverlust. Entwurzelung von allem, so gut wie allem, was uns ausmacht, was unsere Identität ausmacht. Angefangen mit der Idee, dass wir Teil einer kosmologischen Ordnung sind, dass wir einen Gott haben, ja, dass wir Teil einer Religion sind. Bis denn zur Entwurzelung von unserem Volk, ja, von einer Nation, die verbrannt ist durch die Kriege und durch die Entwicklung der letzten 100 Jahre. Dann haben wir uns entwurzelt von unserer Familie, dann haben wir uns entwurzelt sogar von dem, was das Geschlecht ist, ja, was ist männlich, was ist weiblich, alles ist fluide, alles ist woke. Und diese Entwurzelungsprozesse münden dann in so etwas wie eine Art Bedeutungsverlust. Ja? Also es gibt sozusagen nicht mehr das große Deutschland oder große Europa, der große Westen, auch ökonomisch gesehen, der irgendwie uns Selbstwertschätzung oder Identität verleiht, eine positive Identität. Im Gegenteil, das ist alles Niedergang begriffen. Ja, und das ist abzusehen. Immer wenn es den Menschen ökonomisch schlechter geht, vor allem weil die Ökonomie das Wichtigste ist, worüber wir eben Selbstwertschätzung erfahren, fangen Menschen an, auf verzweifelte Art und Weise irgendwie extreme Parteien zu wählen. Das ist etwas, was in tausenden Studien auch schon gezeigt worden ist. Ja, wenn man die öffentlichen Ausgaben reduziert, den Sozialstaat kahl schlägt, da werden die Menschen immer verzweifelter und fangen dann an, ja, wenn es dann ökonomisch schlechter geht, rechts zu wählen oder linksextrem zu wählen, also immer extreme Parteien zu wählen. Das ist ein alter Hut, das ist nichts Neues. Das ist alles abzusehen gewesen, dass mit dem Niedergang Europas, den wir vor unseren Augen live erleben können, vor allem den Niedergang Deutschlands, ja, dieser großartigen Industrienation, dass die Menschen radikal wählen werden. Und das wird auch nicht so leicht aufzuhalten sein. Und diese Brandmauern, von denen man so spricht, ja, das ist absoluter Kokolores, weil die Menschen werden immer weiter radikal wählen, ohne zu merken, dass sie dann weiterhin, ja, Teil zu sagen, der Schafe sind, ja, die eingezäunt sind und die dann von anderen Wölfen eben kontrolliert werden. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Es werden immer die Wölfe sein, ja, oder die Schäferhunde, in Deutschland passt es, glaube ich, besser, die uns bewachen, ja, aber das Allerwichtigste ist, dass man eben nicht ja, komplett frei sich macht ja, von diesen politischen Prozessen, von diesem ja, Anführungszeichen demokratischen System, sondern dass man daran glaubt, ja, dass darin unsere Lösung liegt. Und ich glaube, das ist einer der großen Fehler, Denkfehler der Menschen. Aber jetzt habe ich lang genug Einführungen gemacht. Meine 8 Gründe, warum ich nicht die AfD wählen kann, sind folgende. Erstens, ich glaube, AfD und Rechtspopulismus ist nur ein weiterer ja, Spin-off der alten Propaganda oder Machttechnik von Divide, Impera, teile und herrsche. Das ist etwas, was wir ja seit Ewigkeiten beobachten können, dass diejenigen, die Macht haben, und das ist eben der springende Punkt, um den es mir geht, schaut immer darauf, wer hat die Macht? Wer hat die ökonomischen Ressourcen? Und diese Leute versuchen, ihre Macht zu festigen. Sie werden alles in die Wege setzen, alles in die Wege leiten, damit die Menschen weiterhin, ja, Teil dieses Systems sind, was auch immer das bedeutet. Und vor allem setzen sie darauf, dass die Menschen sich nicht vereinigen. Das ist das Allerwichtigste.
Und Teil sozusagen dieser Machttechnik, die möchte, dass die Menschen sich nicht verbinden und nicht kollektiv gegen diejenigen, die die Macht akkumulieren, sich erheben, ist eben, dass man Menschen in verschiedene Gruppen dividiert. Und wenn wir Prozesse sehen, in denen Menschen sozusagen oder Gemeinschaften immer weiter aufgesplittet werden, ja, wir kennen das zum Beispiel aus Jugoslawien, da reden wir von der Balkanisierung, ja, in Jugoslawien. Wir kennen das aber auch von der islamischen Welt. Wir kennen das von den Römern. Es geht darum, dass man eben Völker aufspalten soll in verschiedene Gruppierungen. Und diese Gruppierung hetzt man dann aufeinander und das führt dazu, dass die Menschen dann eben nicht darauf schauen, wer eigentlich verantwortlich ist. Das heißt, ich finde, AfD, und das werde ich jetzt weiter ausführen in den nächsten Punkten, ist nur ein weiterer Spin-off von Teile und Herrsche. Und das ist eine weitere Fortführung dessen, was man die Amerikanisierung der politischen Landschaft in Europa oder Deutschland auch bezeichnen kann. Das heißt, diese extreme Dividierung, ja, oder Dichotomisierung, diese Zweiteilung, die wir in Amerika natürlich sehr extrem haben, das ist etwas, was auch immer mehr in Deutschland zutage treten wird. In Frankreich zum Beispiel, ja, der Rassemblement National ist die stärkste Partei geworden in den Parlamentswahlen. Da redet man auch von einer sehr, sehr starken, ja, Entfremdung oder Entzweiung der Gesellschaft. Ja, in einmal auf der einen Seite die Rechts Populisten, Rechtsextremen, die Rechten und auf der anderen Seite auch diejenigen, die links sind. Ja, und wer wurde abgewählt? Ja, das Zentrum, Macron. Und darauf werde ich alles verwetten, weil es einfach die Erfahrung ist. Das ist etwas, was mich zum zweiten Teil führt. Und zwar, das ist nichts anderes als zu sagen, dass im Moment, dass die Menschen immer das wählen, was gerade nicht an der Macht ist. Und das ist sozusagen die Einleitung zum zweiten Aspekt. Und zwar glaube ich, dass was eigentlich gemacht wird, ist auf gewisse Weise eine Art von Demokratieförderung. Was meine ich damit? Und das habe ich vorher angeführt. Ich glaube, das größte Interesse besteht darin, dass die Menschen noch an dieses demokratische System glauben. Ich bin kein Antidemokrat. Ich glaube auf gewisse Weise daran, dass die Macht vom Volke ausgehen muss, beziehungsweise dass die Interessen des Volkes an vorderster Stelle stehen müssen. Ob das jetzt durch demokratische Prozesse oder durch einen König gemacht wird, ist für mich eigentlich relativ egal. Ja. Hauptsache die Interessen des Volkes. Und wir sind der Überzeugung, ja, dass über demokratische Prozesse das am besten gemacht werden kann, dass dadurch der Volkswille zum Ausdruck kommt. Das ist ja alles schön und gut. Nur beschleicht mich das Gefühl nach 40 Jahren oder 41 Jahren auf dieser Erde, dass irgendwas an diesem demokratischen System nicht stimmt. Denn, und darauf zählen eben diejenigen, die Macht haben. Und ich weiß nicht, wie man das den Menschen eintrichtern kann, dass eigentlich immer diejenigen gewählt werden, die gerade nicht an der Macht sind. Deutschland ist da ein bisschen konservativer, ja? Da haben wir auch mal irgendwie jahrzehntelang Merkel oder Kohl, aber weil es uns eben gut ging, auch ökonomisch. Aber wenn es den Menschen schlecht geht, dann werden immer diejenigen gewählt, die gerade nicht an der Macht sind. Dann kommen die an die Macht, ja, und was passiert dann? Dann merkt man echt, dass sie genau das Gleiche machen wie die Partei vorher auch. Beziehungsweise an den bestehenden Machtverhältnissen, an den ökonomischen Verhältnissen ändert sich eigentlich gar nichts. Da wird ein bisschen Symbolpolitik gemacht oder es wird nur schlechter, es wird nur schlimmer, bis wir dann wieder die Alternative wählen. Und SPD wird abgewählt. Das ist wie sozusagen wie das Amen in der Kirche. Und wer kommt dann? Merz? Und danach wird Merz das Gleiche machen. Und wer kommt dann? Die AfD vielleicht. Und das ist eben der Trick an der ganzen Geschichte bei der AfD. Man glaubt dann eben, dass wenn die AfD an die Macht kommt, das echte Opposition ist und dann werden sich die bestehenden Verhältnisse tatsächlich ändern. Und ich glaube, das ist eben der alte Trick. Du brauchst immer quasi eine neue Alternative, die eine echte Alternative ist, wobei das keine echte Alternative ist. Und das kann man in verschiedenen Beispielen festmachen. Und da haben wir auch oftmals nicht das historische Bewusstsein oder auch nicht die politische Bildung, um das wirklich zu durchschauen. Vor allem vergessen die Menschen ja auch. Die haben ja sozusagen die Aufmerksamkeitsspanne, die reicht nur über vielleicht ein paar Monate oder ein, zwei Jahre, aber nicht über Jahrzehnte hinweg. Aber wenn man auf Jahrzehnte schaut, was passiert ist, dann wissen wir doch spätestens seit den Grünen, dass
es so gut wie unmöglich ist, in diesem bestehenden System eine echte Opposition zu sein. Warum auch immer das passiert, ja, darüber kann man lange reden, aber was wir festhalten müssen, ist, dass die Grünen die AfD von früher waren. Das war eine Anti-Establishment-Partei und ist jetzt quasi die größte Establishment-Partei. Das war eine Antikriegspartei, das ist eine pazifistische Partei, das war eine mehr oder weniger im besten Sinne sozialdemokratische Partei. Und jetzt machen sie aber eine neoliberale Kriegspolitik, ja, über die Interessen des Volkes hinweg. Und nebenbei wird auch noch der Industriestandort Deutschlands, ja, kaputtgeschlagen. Das heißt, wenn das jetzt mit den Grünen passiert ist, wer gibt uns die Hoffnung, dass da, wenn die AfD an die Macht kommt, das nicht wieder passiert? Kann man sagen, natürlich, ja, das liegt immer an den Personen. Ja, das ist die Weidel, die hat natürlich Rückgrat, oder der Chrupalla, ja, das ist jemand vom Volk. Und da muss man sich schon mal nachdenken, von wo kommt denn die Alice Weidel überhaupt? War die nicht auch ganz eng verflochten, ja, mit elitären Strukturen? Goldman Sachs, war da nicht was? Chrupalla ist aber ein Mann des Volkes. Ja, wahrscheinlich. Mal gucken, was passiert, wenn der an der Macht ist. Oder der Höcke. Was ich sagen möchte ist, wir können doch sehen anhand der Entwicklung der rechtspopulistischen Parteien in Europa, aber auch weltweit, dass wenn diese Parteien an die Macht kommen, es sich nichts ändert. Trump war der große Heilbringer, oder? Der Heilsbringer Trump. Was ist passiert, als Trump an die Macht gekommen ist? Er hat genau das Gleiche gemacht, wenn nicht schlimmer, wie seine Vorgänger auch. Aber das soll eine echte Alternative sein. Die Sache ist, ich bin auch schon einmal auf dieses Spiel hereingefallen, ja, bin ich ganz ehrlich. Ich habe auch mal gedacht, jetzt kommt aber jemand an die Macht und da wird sich etwas verändern. Ja. Ich bin aufgewachsen, ja, ich bin politisiert mit 9/11 und mit Bush und mit den Kriegen gegen Irak, Afghanistan und dann auf einmal, als man das Gefühl hatte, okay, dieses System ist so kaputt. Der Westen ist so heuchlerisch und innerlich zerfressen und so machtgeil und so kriegstreiberisch und so falsch. Dass als Obama auf die politische Landkarte gesetzt wurde, ich das Gefühl hatte, das ist Change. Yes, we can. Und ich habe nachts mitgefiebert, ja, als dann die Wahlen stattfanden, mit dem Ergebnis, ja, dass Obama an die Macht gekommen ist, der erste schwarze Präsident, ja, und man Hoffnung hatte, nur um dann zu sehen in den nächsten Jahren, dass Trump, dass Obama genau das gleiche Klientel bedient hat. Die genau die gleichen Leute zu sagen in seinem Stab hatte, dass sich eigentlich nichts verändert hat. Und das ist eben der springende Punkt. Was passiert dann? Ja, nachdem man die Hoffnung, ja, mehr oder weniger komplett aufgegeben hat an die Medien, ja, oder auch an das Establishment oder an Demokratie grundsätzlich. Dann auf einmal kommt der nächste Retter. Ja, und was ist der Retter? Trump. Und Trump war genau so eine Katastrophe. Er ist wieder weggewählt oder wurde abgewählt. Ja? Und dann haben wir jetzt irgendwie so einen senilen alten Mann an der Macht. Und jetzt kommt wieder Trump und es ändert sich eigentlich nichts. Was ist jetzt, sag, wo, was kann man daraus mitnehmen? Ja? Ich glaube, der Rechtspopulismus diente, der hat zwei Funktionen oder mehrere Funktionen. Aber eine wichtige Funktion ist eben, dass dadurch, durch das Feindbild rechts, ja, wieder quasi die Menschen sich gescharrt haben hinter das Establishment. Auch diese ganzen Demonstrationen jetzt gegen rechts führt ja dazu, dass die Menschen wieder an Demokratie glauben. Aber der Glaube war eigentlich schon zu sagen aufgegeben. Wir haben gar nicht mehr geglaubt an die Demokratie. Aber durch die rechten Parteien, es ist auch noch was viel Schlimmeres da draußen. Überleg doch mal, ja, wenn man die Metapher zu sagen, der Schafe wieder heranführt. Ja, dann werden die Schafe bewacht von einem Hirten und einem Schäferhund. Ja, und dann sagt der Hirte nur, schau mal, ich weiß, ja, Schäferhunde und hier eingezäunt zu sein, ist nicht so toll und alle naselang wird ja noch nackt gemacht, ja, ist wie in der Realität. Aber wenn ihr rausgeht, da ist der böse Wolf, der wird euch fressen. Der wird euch kein Futter geben, der wird euch nicht scheren, aber der wird euch fressen. Ja, und Trump ist der Wolf. Die Rechtspopulisten sind der Wolf, der dazu führt, dass wir weiterhin eingezäunt, schön sozusagen bleiben. Und wenn der Wolf dann aber an die Macht kommt, merkt man, dass sich eigentlich überhaupt gar nichts verändert. Und das ist eben das, was man beobachten kann. Ja, kann man sagen, ja, okay, das ist eben Trump, das ist Amerika. Amerika ist sowieso innerlich zerfressen, bla bla bla. Was ist denn mit Geert Wilders? Ja, einer der größten Rechtspopulisten, Islamkritiker, Islamfeind Europas. Der hat jetzt die meisten Stimmen bekommen. Wen hat er sozusagen zum Ministerpräsidenten gemacht? Jemanden, der im Geheimdienst tätig war. Ist das wirklich Anti-Establishment?
Er hat auch paktiert dann mit allen möglichen Parteien und was ich nur sagen möchte, oder nehmen wir Meloni, Giorgia Meloni, die Postfaschistin in Italien, die an die Macht gekommen ist, auch eine Rechtspopulistin. Ja, sie paktiert mit Ursula von der Leyen, mit der Kommissionspräsidentin, die ja sozusagen ja, das Establishment schlechthin darstellt. Ich will nur eins sagen. Die AfD wird immer mehr Macht gewinnen, die Rechtspopulisten werden immer mehr an die Macht kommen in Europa weltweit. Schaut einfach, was ihre Politik sein wird. Jenseits Symbolpolitik, jenseits von irgendwelchen Worten, sondern was machen sie ganz konkret? Was werden sie tatsächlich einführen? Welche Politik wird gemacht? Und jetzt habe ich noch gar nicht darüber geredet, dass diese Parteien ja nur neoliberale Politik machen, ja, dass sie eigentlich genau die ökonomische Politik machen, die dazu führt, ja, dass wir in diesen ökonomischen Niedergang begriffen sind, dass den Menschen sozial schlechter geht. Darüber rede ich gar nicht. Sondern schaut einfach nur an, was sie vorher gesagt haben, was sie danach machen. Und dann werdet ihr sehen, sie werden nichts Systemrelevantes ändern. Sie werden nichts an den bestehenden ökonomischen Strukturen ändern. Sie werden nichts an den bestehenden Machtverhältnissen ändern. Wie stehen Sie zu NATO? Wird es weiterhin diese Kriege geben? Sie werden die Entwicklung nehmen wie die Grünen auch wahrscheinlich. Das heißt, sie werden Teil des Establishments sein. Menschen sind wieder für ein paar Jahre, für einige Jahre befriedet. Ja, wird sich was ändern, bis dann der nächste Spin-off kommt. Was war dann mit Macron und Frankreich damals? Damals kam Macron wie Phönix aus der Asche auf einmal, hat so viele Menschen hinter sich vereint und alle glaubten, jetzt ändert sich etwas, aber wobei er einfach Teil des Establishments war, Teil dieser ganzen ja, Finanzklique dort. Und dann ist er an die Macht gekommen und hat genau das Gegenteil gemacht, ja. Also die Versprechungen wurden alle nicht eingehalten. Franzosen geht es schlechter als davor. Und jetzt wählen die eben die Rechtsextremen. Aber mit denen soll sich was ändern. Mir kommt es vor, dass. Und das ist der dritte Aspekt, dass hier eigentlich etwas anderes eine Rolle spielt. Und zwar Hopium. Das ist eine Wortschöpfung zwischen Hope, Hoffnung und Opium. Und zwar zielt es darauf ab, dass wir unsere Verantwortung abgeben auf irgendwelche Retter, die von außen kommen und die uns retten werden. Das ist eben auch der Glaube an die Demokratie. Das heißt, wir glauben, dass irgendjemand kommt, ja. Wie aus irgendwelchen Superheldengeschichten oder Superheldenfilmen oder wie aus irgendwelchen Dramen, antiken Dramen oder immer gibt es irgendwie eine Figur von außen, ja? Auch wenn es ein Gott ist, früher war es ja ein Gott, der kommt und die Menschen rettet. Hauptsache, wir glauben daran, dass jemand kommt, der uns rettet. Dieser Glaube, ja, diese Hoffnung, ja, die aber keine echte Hoffnung ist, sondern die eigentlich nur ein Mittel der Sedierung ist. Ein Opium, ja, was macht dann ein Opiat? Er ist betäubt, ist ein Betäubungsmittel. Und das soll uns für eine gewisse Zeit betäuben. Ja, wir kennen das ja alle von Marx auch. Er hat ja Religion ist Opium fürs Volk gesagt. Und ich würde sagen, Politik ist auch Opium fürs Volk. Ja? Das ist Hopium. Wir hoffen und glauben, dass wenn der Retter kommt, es sich irgendetwas verändern wird. Aber nein, der kommt und nichts ändert sich. Und Trump und alles, und Trump ist ja so eine Art Blaupause des Rechtspopulismus. Und Trump hat ja auf die beste Art und Weise gezeigt, wie Hopium funktioniert. Ja, wie die Menschen geglaubt haben, dass Trump etwas verändern wird. Und dann im Zuge dessen kam auch diese QAnon-Bewegung auf, Q. Und das war ja auch jemand aus dem Establishment anscheinend, ja, der einer der Guten ist und der wird von innen heraus alles umwälzen. Und was passiert letztendlich? Jetzt herausgestellt, dass QAnon eine Psy-Op war, eine psychologische Operation, damit eben, und das ist der springende Punkt, damit diese ganzen Menschen, damit diejenigen auch auf gewisse Weise aufgehoben sind, ja, in diesem demokratischen Prozess, ja, in dieser ganzen demokratischen Landschaft. Die müssen auch eben eingefangen werden. Sie müssen auch eingezäunt werden. Sie dürfen keine freien Radikalen sein, die dann machen, was sie wollen oder die auch ausscheren, die auch nicht mehr, die einfach sagen, ich mache nicht mehr mit. Weil ich glaube, das ist sozusagen die größte Gefahr für dieses System. Wenn eine kritische Masse sagt, ich mach da einfach nicht mit. Ja, ihr wollt irgendwelche Maßnahmen einführen, die für die Gesundheit sind, aber ich mache da einfach nicht mit. Und wenn das so viele machen, dann kann kein Polizeistaat der Welt etwas dagegen unternehmen. Oder aber, wenn jetzt Krieg ist, ja, was ist jetzt mit dem Krieg gegen Russland, der auf uns zukommt, höchstwahrscheinlich? Was ist, wenn einfach Millionen von Menschen sagen, nein, 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 ich durchschaue das.
Ich glaube auch nicht mehr an eure Versprechen. Ich mache da einfach nicht mit. Und dann zerfällt das System wie ein Kartenhaus. Und ich glaube, das ist, oder wenn man auf bestimmte Weise nicht mehr konsumiert, ja, wenn man einfach die Dinge dann nicht mehr einschaltet, wenn man einfach nicht mehr den Lanz guckt, wenn einfach eine kritische Masse erreicht ist, die sich komplett abgewandt hat vom System, die versteht, dass es eigentlich ein korruptes Spiel ist. Ich glaube, das ist eine Gefahr. Und das will man eben vermeiden. Und deswegen gibt es die psychologischen Operationen. Das heißt, Hopium ist sehr entscheidend. Der nächste Punkt ist Punkt 4. Und zwar haben wir ja nicht nur Hoffnung, sondern wir haben ja auch so etwas wie Zorn. Und dieser Zorn ist gerechtfertigt. Und ich glaube, die AfD dient dazu, den Zorn zu kanalisieren. Und der Zorn soll abgelenkt werden, nicht auf diejenigen, die verantwortlich sind, die sozusagen die berechtigten Adressaten unseres Zorns sind, sondern auf diejenigen, die eigentlich nichts dafür können, beziehungsweise die selbst nur Schachfiguren in diesem Spiel sind. Der Zorn ist definitiv gerechtfertigt. Ja, ich kann es verstehen, wenn man. So, ich bin auch aufgewachsen, da ist die Deutsche Bahn pünktlich gekommen. Ja, und man konnte sich auf Deutschland verlassen. Deutschland war effizient, Deutschland war wirtschaftlich stark, Deutschland hatte Ordnung im besten Sinne. Aber das ist ja alles passé. Ja, jetzt findet die EM statt und die ganze Welt ja, schreibt offen, dass man sich von diesem Mythos der deutschen Effizienz und der deutschen Disziplin und Ordentlichkeit, ja, das, was ja gute Werte sind, dass man sich davon entfernen muss. Das ist ein Mythos, den gibt es nicht mehr. Die Deutschen, ja, sind ja sozusagen mehr oder weniger wie ein Staat, der eigentlich nicht wirklich funktioniert, also die Infrastruktur, die nicht wirklich funktioniert. Ja. Die Deutsche Bahn, also jeder weiß es ja, das ist eine absolute Katastrophe, abgewirtschaftet. Ja, aber der Punkt ist doch dann, wer ist denn verantwortlich dafür? Zum Beispiel, dass die Deutsche Bahn nicht mehr funktioniert. Das ist ja ein Ergebnis, das ist ja das Ergebnis eines neoliberalen Prozesses. Ja, das ist das Ergebnis von Privatisierung, das Ergebnis von bestimmten wirtschaftlichen Vorstellungen, ja, die man implementiert hat. Jetzt ist das sozusagen der Grund, weswegen es nicht läuft, ja, aber wer zielt denn darauf ab und wer sagt denn, das ist verantwortlich? Ja, unsere ökonomische Situation, die Raffgier der Politiker oder wer auch immer davon profitiert hat, das ist verantwortlich. Nein, sozusagen dieser Grundzorn, der in der Gesellschaft vorhanden ist, ja, der sozusagen akkumuliert, der immer mehr wird. Vor allem, wenn man ja auch sieht, dass es uns wirtschaftlich immer schlechter geht. Dass der Staat viele Dinge sozusagen nicht mehr leisten kann, nicht mehr bereitstellen. Die Straßen werden schlechter. Wir sind nicht mehr tatsächlich so, wie wir waren überhaupt souverän, aber wir sind weniger, viel weniger souverän als jemals zuvor. Da werden irgendwelche Verordnungen, Gesetze erlassen, das Heizungsgesetz etc. pp., wo die Menschen das Gefühl haben, sie werden nicht mehr gehört. Das heißt, der Zorn ist gerechtfertigt. Und jetzt geht es eben darum, dass man den Zorn, und das ist der springende Punkt. Der Zorn darf ja nicht dahin fließen, dahin darauf gerichtet sein, auf diejenigen, die verantwortlich sind für die Misere, sondern man schafft einfach einen Sündenbock, man schafft Feindbilder, man schafft sozusagen eine Spaltung innerhalb der Gesellschaft. Und der Zorn, ja, der Menschen, die rechts wählen, der wird jetzt sozusagen gerichtet auf die Migranten oder auf die Muslime, auf die Woken. Und ich sag's noch einmal, mir geht es nicht darum, zu sagen, die Migranten zu verteidigen, ja, oder die Einwanderungspolitik zu verteidigen. Das ist eine absolute Katastrophe. Aber die Einwanderungspolitik oder die Migrationspolitik war notwendig, damit wir eben jetzt die gesamten Verhältnisse haben, die dazu führen, dass wir den Zorn eben auf die Migranten richten und nicht auf diejenigen, die verantwortlich sind. Das heißt, wir brauchen die Migranten, wir brauchen bestimmte Bilder, die dazu führen, dass wir diesen Zorn tatsächlich auf die Migranten richten und nicht auf diejenigen, die verantwortlich sind. Weil wir können, es ist ja leicht, ja, wenn wir ein Unbehagen haben an der Kultur, an der Wirtschaft, an Deutschland, an daran, dass wir wirtschaftlich immer weiter sozusagen im Niedergang begriffen sind. Wenn wir selbst fühlen, ja, okay, ich habe jetzt zwei, drei Jobs und trotzdem komme ich nicht über die Runden. Früher war es ja so, dass nur ein Handwerker, ein Meister, ein Haus bauen konnte, dreimal in Urlaub und so weiter und so fort. Irgendwas stimmt auch hier nicht. Aber irgendwie zu zeigen, das ist ein systemimmanentes Problem, das hat was mit dem Kapitalismus zu tun, das böse Wort Kapitalismus, das hat was mit bestehenden ökonomischen Verhältnissen zu tun. Nein. Mit was hat es zu tun? Die Migranten. Das ist etwas, was sehr leicht ist. Ja, das hat ein Bild. Das hat dann auch sozusagen die Taten, die es benötigt. Das hat dann irgendwie Messerstechereien. Und wir wissen, das ist der Böse und diesen Verein. Aber nein, auch wenn alle Migranten weg wären, ja,
an den bestehenden ökonomischen Verhältnissen, die vor der Migrationskrise eingesetzt haben, ja, die lange vorher schon sozusagen, die Schneisen wurden lange vorher schon gelegt, geschlagen. Und das heißt, unser Zorn wird kanalisiert auf Minderheiten. Und dann haben wir wieder das alte Spiel von Divide Impera, teile und herrsche. Und wir schauen eben nicht, wer tatsächlich verantwortlich ist. Der fünfte Punkt, warum die AfD eine sehr wichtige Funktion erfüllt für das System selbst, ist, die AfD sorgt dafür, dass unliebsame Positionen und gerechtfertigte Positionen kontaminiert werden und tatsächlich es schwer haben, wirklich die Masse mitzunehmen. Das heißt, als wir diese 2 Jahre oder 3 Jahre Wahnsinn hatten, als es um Gesundheitsnotstand gab, da war ja die AfD diejenigen, die Position hatte, die man nicht haben durfte. Ja, und beim Ukraine-Krieg hat die AfD die Position, die eigentlich vernünftig ist, aber die darf man eben nicht haben, weil die AfD die Position hat. Das heißt, es führt dazu, dass immer die Positionen, die eigentlich die richtigen sind, ja, besetzt werden von der AfD, was dazu führt, dass Menschen, die in der Mitte sind, ja, einfach aus Angst vor dieser Kontaktschuld sich davon distanzieren und glauben, wenn die AfD die Position hat, dann muss sie schlecht und falsch sein. Ja, dann vertraue ich über denjenigen, die ja noch sozusagen Teil sozusagen des Establishment sind oder sozusagen Teil der Guten sind und nicht Teil der AfD eben. Und ich glaube, das ist etwas, was traurig ist. Ja, weil Menschen dann eben nicht dazu gebracht werden, auch innerlich selbst sozusagen sich dazu bringen, sich mit diesen Positionen auseinanderzusetzen. Viele Menschen haben Schwierigkeiten darin, sehr objektiv und nüchtern einfach Dinge zu analysieren und dann eine Position zu beziehen. Sondern viele lassen sich ja leiten von denjenigen, ja, auf die man hochschaut. Oder okay, wenn der die Position hat, ja, dann muss es ja gut sein. Oder wenn der daran glaubt, muss gut sein. Das kennt ja auch jeder aus dem persönlichen Umfeld, ja, dass es auch so Anführungszeichen Alphas gibt, ja, dass wenn die etwas sagen, dass es eher Gehör findet, als wenn irgendwie irgendjemand etwas sagt. Ja. Und das heißt, wir orientieren uns oftmals ja an bestimmte Redelsführer zum Beispiel, ja, auf die dann aufgeschaut wird und deren Position man einfach nach Abend. Und das ist etwas, was hier auch gemacht wird, dass man einfach diese Positionen, die als negativ, ja, geframed werden, dass man diese Position einfach sozusagen der AfD zuschiebt, ja, und deswegen ist es für den Normalen schwierig, diese Position dann auch zu beziehen. Jetzt wird es so ein bisschen Manifester, die Gefahr, die dann auch kommen kann, wenn so Parteien wie die AfD an die Macht kommen. Denn etwas, was so gut wie nicht beleuchtet wird, ist das, was wir in anderen Ländern schon beobachten können und was dann auch in Deutschland sozusagen vor der Tür steht. Und zwar glaube ich, dass diese rechtspopulistischen Parteien dazu führen werden, dass der Polizeistaat ausgeweitet wird und dass wir in eine Art von, ja, einen digitalen Überwachungsstaat gelangen werden. Ich habe ein Beispiel dafür. Und zwar gab es in Irland ja auch im Zuge der Migrationswellen sozusagen Ausschreitungen und die dazu geführt haben, dass man in der Politik dann darüber nachgedacht hat, dass man Gesichtserkennung, ja, Face-ID und andere digitalen Überwachungskonzepte schneller einführen wollte. Das heißt, was wir haben, ist eine Manifestation der Gewalt, die auf uns zukommt. Und beide Seiten, und das ist das Interessante, sowohl die Rechten als auch die Linken werden dann dafür plädieren, dass wir eigentlich mehr Überwachung brauchen. Geert Wilders, habe ich gesagt, hat jemanden vom Geheimdienst sozusagen zum Ministerpräsidenten gemacht. Und rechte Parteien an sich haben weniger Probleme mehr mit Geheimdiensten, also den Geheimdiensten mehr Befugnisse zu erteilen und eben diesen Sicherheitsstaat auszuweiten. Das heißt, wenn man weiß, dass, und es ist eben diese große Linie, die nicht gezogen wird, wenn man weiß, dass der Westen sukzessive in Richtung, ja, ein totalitäres System abgleitet, notwendigerweise, weil es den Menschen schlechter geht. Das heißt, um auf das Bild zurückzukommen, ja, mit den Schafen und mit dem Hirten. Wenn du weißt, dass es den Schafen immer schlechter gehen wird, wenn sie eingezäunt sind, was machst du dann? Du kannst entweder die Situation der Schafe verbessern, ja, du kannst ihnen mehr Futter geben, du kannst sie vielleicht weniger scheren oder was auch immer.
Oder aber, ja, du sorgst dafür, dass sie besser bewacht werden, besser kontrolliert werden. Das heißt, der ökonomische Niedergang wird zwangsläufig dazu führen, dass immer mehr Menschen die Systemfrage stellen und die sich Frage stellen, woran liegt es eigentlich, dass es uns schlechter geht? Weil die Milliardäre werden immer mehr, die Millionäre auch, denen geht es immer besser. Wo ist eigentlich der ganze Reichtum hin? Und wenn das einsetzt, da braucht man einen guten Polizeistaat, da braucht man eine gute Überwachung, dazu führt, dass die Menschen ja nicht aufmucken. Und das ist quasi, wie es steht, an der Schwelle zu diesen Überwachungssystemen, die digital und mit künstlicher Intelligenz angereichert oder unterfüttert oder untermalt, sagen, ausgerollt werden über die gesamte Gesellschaft. Und rechte Parteien haben weniger Probleme damit, solche Dinge einzuführen als linke Parteien. Ein weiteres Beispiel, ein praktisches Beispiel, das diese These unterfüttert, ist das, was in den USA passiert. Und zwar haben wir diese Border, also Grenzproblematik, die Südgrenze zu Mexiko, ja, wo einfach massenweise Menschen darüber kommen. Und jetzt kann man sehen, wie die Politik sowohl links als auch rechts darauf reagiert. Und zwar reagieren die darauf, indem man quasi diese Grenze digital und mit künstlicher Intelligenz zu überwachen versucht und indem man eben Systeme einführt, die quasi alle Migranten erkennen, dass man also den Überwachungsstaat ausweitet, um die Grenzproblematik in den Griff zu bekommen. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, man muss ja irgendetwas tun dagegen. Man kann aber genauso gut andersherum darüber nachdenken, dass man eventuell Umstände, Zustände schafft, um dann sozusagen einen Grund zu haben, einen legitimen Grund zu haben, einen Überwachungsstaat einzuführen. Und ich glaube, wenn wir auf die Migrationswellen schauen, dann dient höchstwahrscheinlich die Migration und die Stabilisierung Deutschlands dazu, dass man eben in der Bevölkerung es leichter hat, durchzusetzen oder sie zu überzeugen davon, dass man eben einen, ja, mehr Überwachung braucht. Und es geht ja auch umgekehrt, das ist ja das Interessante. Das heißt, es ist wie eine Klammer. Sowohl die Linken oder die Anführungszeichen des Establishment als auch die Rechten sind für mehr Überwachung. Warum? Weil auf der anderen Seite wir eine Art Gefahr zu sagen aufkommen sehen von rechts. Das heißt, ihr könnt euch an diese Reichsbürger-Sache erinnern, ja, diese Rentner, die dann Aufstand geplant haben. Aber was viel wirkmächtiger gewesen ist, sind diese Bilder vom Sturm auf den Reichstag. Und in den USA haben wir diese Diskussion von Domestic Terror. Das heißt, wir haben Diskussion darüber, dass der Terror, den wir jetzt bekämpfen müssen, im Inneren des Landes entsteht. Ja? Das heißt, die Linken zeigen auf die Rechten und sagen, da ist die Gefahr für die Demokratie. Wir müssen diese Menschen besser überwachen. Wir haben die entsprechenden Bilder dafür, dass wir sozusagen Stürme sehen. Und das ist ja nicht nur Deutschland gewesen, sondern es ist ja ganz, ganz viele Beispiele weltweit, wie man eben symbolträchtig sozusagen aufgezeichnet bekommen hat, wie eben Massen sozusagen hineinstürmen in sozusagen diese Bastionen der Demokratie. Ja. Das Reichstagsgebäude, der Reichstag oder das Kapitol in den USA. Ich meine, natürlich alles nur Zufälle. Das sind die Bilder, die man braucht, um eine Angst sozusagen vor der Gefahr von rechts sozusagen herbeizuführen, um dann im zweiten Schritt zu sagen, wir müssen die Leute besser überwachen, wir müssen mehr Überwachungssysteme implementieren, wir haben jetzt sogar auch die Technik dafür, die digitale, und so rollt man das dann aus. Und die Rechten haben auch kein Problem damit, weil sie dann eben sagen, naja, wir müssen irgendwie diese Migrationswellen und diese Kriminellen und diese Islamisten und diese Messermänner besser kontrollieren. Deswegen ist es schon okay, wenn wir so ein bisschen mehr in diesen Überwachungsstaat abgleiten. Ich glaube, das ist eine große Gefahr, der wir uns gegenüber sehen. Ja, und letztendlich wird es dazu führen, dass keine Opposition mehr möglich sein wird, weil alles digital überwacht sein wird. Ich will gar nicht weiter sozusagen anfangen, darüber zu reden, was das dann in Verbindung mit digitalem Geld bedeutet. Aber letztendlich hat man dann die technischen Möglichkeiten, einfach echte Systemopposition auszuschalten, ja, ohne dass irgendjemand davon was erfährt. Der siebte Punkt. Ich glaube, Teil dieser Bewegung hin zum Polizeistaat ist, dass grundsätzlich westliche Gesellschaften immer stärker Richtung Autokratien abgleiten. Und meine These ist, die ich ja schon in anderen Videos angeführt habe, dass wir in Europa im Westen immer mehr chinesische Verhältnisse haben werden.
Das sind autokratische Verhältnisse. Da geht es um digitale Überwachungssysteme, wie ich gesagt habe. Und diese rechten Parteien, ja, wie die AfD zum Beispiel, die haben scheinbar weniger Berührungsängste mit auch so mit chinesischen Umtrieben als andere Parteien. Die Geschichte mit Maximilian Krahl und seinem chinesischen Beamten da, das ist die eine Sache. Das bleibt zu beobachten, ja. Ob sozusagen diese Rechtspopulisten dann, die ja sozusagen auch in diesem Fahrwasser von BRICS und von dieser multipolaren Weltordnung unterwegs sind, ob sie dann letztendlich sozusagen die Tür und Tor öffnen für eine Systemtransformation, eher noch als sozusagen diese Bastion des Liberalismus, in Anführungszeichen, die Systemparteien ja versuchen darzustellen. Das ist der siebte Punkt, ja. Das heißt, die globale Bewegung hin Richtung mehr Autokratie und dass diese rechtspopulistischen Parteien sozusagen das fördern werden. Ich lasse das mal offen. Es ist mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob das tatsächlich passieren wird. Da müsste man viel stärker darin auch schauen, ob die AfD eine echte Opposition darstellt gegen diese Umtriebe vom WEF, vom World Economic Forum, Weltwirtschaftsforum, wie sie zu Klaus Schwab und solche Great Reset-Geschichten stehen. Ich weiß, da gibt es auch Leute, die das kritisieren und die das offen ansprechen. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, wenn es dann um die Implementierung dieser, ja, sozialen Strukturen geht, ja, diese digitalen Überwachungssysteme zum Beispiel oder das digitale Geld oder auch diese ganze Klimapolitik, ob dann die AfD tatsächlich sagen, ein Stoppschild hinstellt und sagt, okay, nur nationale Interessen oder ob man dann sozusagen sich als Teil dieser globalen Bewegung begreifen wird. Ich lasse es offen, ja, ich weiß nicht, was passieren wird, aber grundsätzlich ist es so, dass Rechtspopulisten weniger Probleme haben mit Autokratie in Anführungszeichen als Liberale. Wobei ich natürlich sozusagen diese ganze links-rechts sozusagen Dichotomisierung auch so ein bisschen lächerlich finde. Ich lasse es offen. Der achte Punkt. Und da muss ich wieder so ein bisschen grundsätzlicher werden. Der zielt darauf ab, auf die Frage, was passieren wird, wenn die AfD tatsächlich an die Macht kommen würde. Und zwar sehe ich ein bisschen einen logischen Denkfehler, bei den Apologeten der AfD. Und zwar, was ist denn das Ziel der AfD? Beziehungsweise, also was ist der Grund, warum die AfD stark wird? Und was ist die positive Vision der AfD? Was ist die positive Vorstellung einer Gesellschaft der Zukunft Deutschlands? Das, was sozusagen vielleicht oder was man auf philosophischer Ebene als kleinsten gemeinsamen Nenner sozusagen herausziehen kann, ist ja diese Vorstellung eines homogenen Volkes. Das heißt, ein Volkskörper, der homogen ist und der eben nicht so viel Pluralismus hat, weil der Pluralismus und die Vielfalt und Multikulti eben ja, dazu führen, dass eben kein Volksgeist ausgebildet werden kann, der dazu führt, dass Solidarität und gegenseitige Empathie entsteht und da kommt keine gemeinsame Energie auf. Also, ich kann da sehr tief gehen. Ich habe die Philosophen gelesen dazu. Das hat viel was mit dem ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus zu tun. Ja, also Leute wie Kubitschek wissen, wovon ich rede. Das hat viel mit Hölderlin und Schlegel und dem jungen Hegel zu tun. Ich weiß, wovon ich spreche. Und was diese Philosophen und Denker gesagt haben, ist zusammengefasst eins, und zwar, dass die Menschen Gemeinschaft brauchen und keine Gesellschaft. Und dass durch das Aufgeben der Religion wir eigentlich keine Gemeinschaft mehr sind, sondern wir nur eine Gesellschaft sind von einzelnen Individuen, die sozusagen nebeneinander herleben und sozusagen sich nicht vereinen können. Und warum ist das so? Weil wir keine gemeinsame Erzählung haben. Ja, und diese rechten Parteien, auch die Vordenker der Rechten, deren Idee ist es eben, dass man eine neue Erzählung benötigt, ja, im Sinne von Wagner dann auch, ja, der das ja versucht hat, in der Oper umzusetzen, dass man Mythen hat, dass man eine gemeinsame Klammer hat, eine große Erzählung hat, an der man sich dann beteiligen kann, mit der man sich identifizieren kann, was dazu führt, dass uns als Volk, ja, dass wir uns als Volk verstehen und als Teil des Volkskörpers dann eben, ja,
nicht mehr zum Beispiel auch sehr egoistisch sind, sondern dass man sich auch aufopfert für das Land und dass man bereit ist, sagen, Opfer zu erbringen. Und deswegen spielt auch Krieg auch so eine große Rolle in diesem System, weil Krieg eben das größte Opfer ist, das Einzelne zu bringen vermag für sozusagen sein Volk. Ja, deswegen spielt auch Ernst Jünger so eine große Rolle. Ich will sozusagen das in der Substanz gar nicht in Abrede stellen, dass da eine gewisse Wahrheit dahinter liegt, ja, dass wir mehr brauchen als sozusagen ihr westlichen Liberalismus. Ja. Das heißt, der Kampf, die Fronten, die da verlaufen, sind zwischen westlichem Liberalismus auf der einen Seite und Gemeinschaftsdenken auf der anderen Seite mit der Klammer des Volkes, mit der Klammer der Nation, wo das Wichtigste eben ist, dass man sich als Teil der Gemeinschaft versteht und nicht als Teil sozusagen der Gesellschaft. Weil eine Gemeinschaft ist getragen von einer gemeinsamen Erzählung und einem gemeinsamen Ziel. Man kann es auch unterscheiden zwischen einer Maschine und einem Baum. Ja? Ein Baum ist ein Organismus. Alles ist miteinander verbunden auf eine vielfältige Art und Weise. Eine Maschine, ja, das ist einfach wie sozusagen ein toter Apparat, der eine bestimmte Funktion erfüllt. Und jede Schraube ist natürlich wichtig, aber letztendlich ist es auch austauschbar und es ist seelenlos. Und ein Baum hat eben Leben, hat Seelen, hat sozusagen ist den Gezeiten unterworfen und so weiter und so fort. Das heißt, diese Menschen wollen eigentlich, dass wir ein Baum werden und keine Maschine, aber wir sind Maschinen. Wir sind Maschinensysteme auf gewisse Weise, wie jedes Land hier im Westen. Und das ist das Ergebnis von 300 Jahren Entwicklung und ist eben der springende Punkt. Wenn wir jetzt zum Beispiel die AfD an der Macht hätten und die Rechtspopulisten und das ist tatsächlich echte Opposition, was ich gut fände, ja, wenn das echte Opposition wäre, was ist das Ziel? Was passiert dann? Ja, schafft man es dann, aus Deutschland diesen homogenen Volkskörper zu machen? Schafft man es dann, aus Deutschland oder aus anderen europäischen Ländern tatsächlich zu sagen, ein Volk zu machen, was ja, sich getragen fühlt von einer gemeinsamen Erzählung und Solidarität hat und Empathie und dass man, zu was soll das führen? Also was ist das Ergebnis? Ich glaube, was passieren wird, ist, dass nur einfach nur noch mehr Spaltung entsteht. Noch mehr Hass untereinander. Weil wir einfach nicht mehr dieses homogene Volk sind. Und es liegt nicht daran, dass ich als Halbdeutscher, der ich bin, ja, mich nicht sozusagen mit Biergartenkultur anfreunden kann. Darum geht es gar nicht. Sondern die Gesellschaften des Westens sind schon extrem plural und das auch innerhalb quasi von ethnischen Körpern. Das heißt, die Deutschen untereinander sind doch nicht homogen. Kann man irgendwelche Raver in Berlin vergleichen mit irgendwelchen sozusagen Bierzeltgängern sozusagen in irgendwelchen Dörfern, ja, die in den Schützenverein gehen und dann jedes Wochenende sich wegsaufen? Das heißt, wo ist denn sozusagen das, was uns als Volk verstehen lässt? Was ist denn die große Erzählung? Und ich glaube, daran mangelt es. Es gibt keine positive Vision, es gibt keine große Erzählung. Die Menschen gehen auf in einen hedonistischen Konsumismus letztendlich. Verstehen sich als Teil von Subkulturen, als Teil von Konsumgesellschaften. Ja, die einen sozusagen sind sozusagen in so einer Art von linken, konsumistischen, liberalen, progressiven, vielleicht der Kultur und der Kunst, also dem nahen Milieu, in dem sie aufwachsen, wo einfach die Distinktion eine große Rolle spielt. Ja, was siehst du, was hörst du, was trägst du, welche Drogen nimmst du, welche Clubs gehst du? Und andere sind eben in anderen Milieus zu Hause, ja, in irgendwelchen dörflicheren Milieus, die einfach nichts zu tun haben mit diesen anderen Milieus. Das heißt, wir haben einfach eine Fragmentierung der Gesellschaft in verschiedene Milieus, in verschiedene Subkulturen, und die hat überhaupt gar nichts mit sozusagen ethnischen Grenzen zu tun. Ja, das sind nicht ethnische Gruppierungen, sondern das sind Milieus, die einfach entstanden sind durch die Konsumgesellschaft, durch sozusagen den Liberalismus der letzten 300 Jahre. Und wie willst du das rückgängig machen? Wie willst du die Menschen unter ein Boot, also sozusagen, ja, in ein Boot bringen, unter eine gemeinsame Erzählung packen? Es geht nicht. Es war im Nationalsozialismus möglich, ja, weil wir quasi ein ethnisch homogenes Volk waren. Es war davor auch möglich, aber eigentlich ab Ende des Zweiten Weltkriegs, ja, als die Amerikaner das Sagen hatten, haben die einfach Deutschland zu Amerika gemacht. Und so wie Amerika eine pluralistische Gesellschaft ist, die, wenn sie in Richtung Homogenität geht, wie jetzt unter Trump zum Beispiel, einfach nur mit sehr viel Gegenwehr rechnen muss und so, dass man es bis fast schon zu einem Bürgerkrieg kommen kann, genauso ist es auch in Deutschland.
Du schaffst es nicht in Deutschland quasi, dieses homogene Volk herzustellen. Ist einfach nicht möglich. Ja? Mir ist eine Erzählung, die uns zu einem gesunden Volk zusammenschweißt, lieber als der leere Liberalismus, der einfach nur auf Konsumismus und Hedonismus abzielt. Der einfach nur sozusagen auf Menschen sollen ja, konsumieren, Menschen sollen Geld verdienen, Menschen sollen sich sozusagen darstellen, Menschen sollen materialistisch sein, Menschen sollen Serien und Filme gucken und Fußball. Nein, das ist mir auch zuwider. Ich glaube aber nicht, dass die andere Alternative möglich ist. Warum? Weil wir als Gesellschaft schon so sozusagen diffundiert sind. Wir sind schon so zerfasert. Wir sind schon sozusagen kein Kollektives mehr, sondern wir sind einfach schon dieses pluralistische Volk. Und das ist eine Entwicklung, sozusagen, die was mit Amerika zu tun hat, mit Liberalismus zu tun hat, oder er hat was mit dem Materialismus zu tun. Aber das kriegst du nicht rückgängig gemacht. Du kannst nicht das ganze Volk austauschen. Und ich rede jetzt wirklich nicht von den Migranten. Die kannst du alle rausjagen, du wirst das gleiche Problem trotzdem haben. Die Spaltung ist schon viel zu tief. Das heißt, diese Utopie der Rechten. Jemand, und es ist, ich meine, ich weiß nicht, ob jetzt nach 50 oder 40 Minuten mir noch irgendwelche Rechte zuhören, nachdem ich so viel kritisiert habe, aber in intellektueller Rechter ist es ist wirklich nicht irgendwie im Sinne von, lasst uns ein Duell führen, sondern im Sinne von, ich will es verstehen. Soll mir mal erklären, wie diese positive Vision aussieht. Man kann eine Diskussion führen, man kann ein Gespräch führen, ein Gespräch darüber quasi, was ist die positive Vision, zu sagen. Dieser rechten Vordenker, was glauben Sie, was Deutschland wird, wenn man sozusagen zum Beispiel die AfD an die Macht kriegt? Es ist praktisch unmöglich. Es führt nur zu Spaltung, nur zu das, und das ist sozusagen die Klammer, die ganz große Klammer, mit der ich angefangen habe. Sie führt nur weiter zur Amerikanisierung deutscher Verhältnisse. Das heißt, divide impera, teile herrsche, Aufspaltung der Gesellschaft. Das ist die logische Konsequenz dessen, wenn die AfD an die Macht kommt. Und nichts passiert dann. An den bestehenden ökonomischen Verhältnissen. Vor allem, weil die AfD ja genauso neoliberal ist wie alle anderen auch. Gut, der Tai sagt immer, es soll enden mit irgendetwas Positivem. Und ich habe Positives parat. Ich glaube, wenn man eine kritische Masse erreicht, die einfach nicht mitmacht, die das System durchschaut, da kann man schon was ändern. Weil die größte Gefahr ist eben für das System, dass man diese Umzäunung, dieses Gehege verlässt, ja, als Schaf, und dass man sagt, okay, ich glaube da nicht mehr daran. Und auch wenn es nur mental ist, in den Konsumentscheidungen, in der Wahlentscheidung, wenn eine kritische Masse erreicht ist, dann kann man eigentlich nicht mehr die Politik machen. Da muss man irgendetwas ändern. Denn letztendlich ist es ja so, dass diejenigen, die uns regieren, nichts anderes sind als eine Art Verkörperung der Volksseele. Weil sie können nicht irgendjemanden dahinstellen, der dem Volk so fremd ist, dass das Volk sozusagen ihn dann auch akzeptieren würde. Sondern es muss irgendetwas, es muss ein Teil des Volkes sein, der quasi an der Macht ist. Und das hört sich jetzt hart an, ja, aber es ist nicht möglich, dass etwas komplett Fremdes an der Macht ist. Sondern es ist etwas, was Teil von uns selbst ist. Und als allerletztes vielleicht noch einen schönen Satz, den irgendein Intellekt und irgendein Schriftsteller gesagt hat, würden Wahlen, demokratische Wahlen tatsächlich etwas verändern, dann hätte man sie schon längst verboten. In diesem Sinne bleibt Opposition, echte Opposition, macht euch Gedanken, hinterfragt viel. Und geht nicht dem nächsten Trick so ein bisschen auf den Leim, sondern macht euch Gedanken darüber, wem das letztendlich alles nützt. Der Mensch ist frei geboren, doch überall liegt er in Ketten. Lässt er seinen Geist verkümmern, seine Gedanken manipulieren oder folgt er seiner Bestimmung? Die Macht ist groß, aber aufgeben keine Option. Es lebe der Widerstand, durch dich, mit uns, für euch. So öffnen sich Türen, wie unsere Augen und Herzen. Willkommen.